Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pursen Art Attack, mein Knast. Jawohl, mein Name ist Gabur und ich muss gerade die Uhr anmachen. So. Ja, wir sollen hier diesen Exportraum bauen. Dann verdiene ich wohl auch wieder ein bisschen mehr Geld. Den Rest haben wir ja alles schon gemacht. Irgendwie updatet der mein Add-on nicht mehr. Also dieses deutschsprachige Add-on, was wir haben. Keine Ahnung warum. Was ist mit diesem Exportraum? Was braucht der denn? Ich habe keine Ahnung. Können wir den jetzt hier draus machen? Exportraum. Und jetzt? Nein. Jetzt bringen sie das da weg. Ich weiß nicht, wie groß der sein muss. Ich habe den jetzt einfach mal eingerichtet. Muss der draußen hin? Steht ja hier nirgendwo. Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt erstmal ein bisschen beobachten. Ja, die bringen jetzt erstmal die ganzen Goodie-Deckel weg. Wir haben ja schon 97.000 und ich werde jetzt auch das neue Feld bauen, kaufen. Nämlich das hier. Wollen Sie das Stück für 80.000 kaufen? Okay. Aufgehängt, oder was? Hallo? Ah. Okay, das Land gehört jetzt auch uns. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Kohle zusammenbekommen. Ich weiß gar nicht, müssen wir diese Sachen auch nochmal neu bauen? Ich glaube nicht, ne? So, und dann habt ihr gesagt, ich soll jetzt erstmal entriegeln. Niedrige Sicherheit, gemeinsamer Raum, hohe Sicherheit, nur für Personal. So, nur für Personal ist das. Das. Der ganze Raum hier ist nur für Personal. Dann die Bewachungskamera ist nur für Personal. Der Hundezwinger. Wo ist die Waffenkammer? Und das ist die Waffenkammer. So. Nur für Personal. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt dürfen die eigentlich später hier drin nicht mehr putzen. So. Das war hier mal gleich, Ich weiß nicht, was dieser Export zu bedeuten hat. Ach, jetzt bringen sie die Sachen dahin, die verkauft werden dürfen, oder was? Ja, dann ist der Raum ja viel zu klein. Aber das ist doch scheiße. Weil die sollen doch auch Material herstellen. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. Echt nicht. Autorisiere dich, weitere Land zu kaufen, damit du dein Gefängnis vergrößern kannst. Expeditions. Ja, das ist alles klar. Extra. Your count switches a breaking point. Ja, das ist. Das mit diesem Exportraum, das habe ich jetzt noch nicht so ganz gerafft. Weil. Wenn der Exportraum jetzt die ganzen Hölzer und alles da reinmacht, was verarbeite ich dann hier noch? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal abwarten, was gleich passiert, wenn Arbeitszeit anfängt. So würde ich das jetzt einfach sagen. So, stationieren. Was ist da oben los? Doch, Patrouille ist aber da. Wir haben 9 Stück. Warum geht hier keiner hin? Weil hier gar keiner mehr stationiert ist, sehe ich gerade. So. Ja, sonst ist eigentlich alles ganz okay. Das müsste die Hunde. Ja, die ganzen Stationierungen sind weg.
Wo die Köters alle laufen sollen. Da soll ein Hund laufen. Hier soll ein Hund laufen. Hier im Besucherraum soll ein Hund. Haben wir drei. Machen wir noch einen hier und einen da. So sind wir bei 5. So. Machen wir noch einen. Keine Ahnung, Leute. Machen wir noch einen hier hin. Machen wir den hier. Machen wir noch einen da. So. Und der Rest soll sich ausruhen. Und immer dann, wenn die anderen wieder pennen gehen, kommen, können die nächsten arbeiten. So, jetzt kriegen wir 8 Gefangene. Der Knast ist überfüllt schon. Ich werde das Gefängnis mal schließen. So. Warum ich die gebaut habe, haben dann auch viele gefragt. Du, warum baust denn die Dinger? Wir werden die Tischler ja machen. Aber derjenige, der mir das geschrieben hat, der hat auch, dass wir... Scheiße, wo war es da? Programm. Ich werde erst Lehrstelle für Tischler machen, wenn hier mehr Interessenten sind. Steht ja, dann lohnt es sich. Ja? 3 Insassen haben noch Interesse. Dann werden wir das starten und dann haben wir alles voll. So. Dann haben wir alle Interessen weg. Viele Gefangenen fehlt es bereits an Grundausbildung. Da haben wir jetzt auch 26, 27 Leute sogar schon, die dafür interessiert sind. Dann werden wir das auch mal starten. So, jetzt hätten wir noch 6, die brauchen wir nicht, die lassen wir uns über. Verhaltungstherapie hätten wir 11. Da starten wir auch mal ein. Oh, da gehen nur 2 Stück rein, oder was? Ja, müssen wir einfach mal so lassen. Hier ist auf jeden Fall komplett voll. Und das ist auch schon gar nicht so schlecht dann. Weil die Sicherheitsausweisung ist ja für unsere Werkstatt. So, jetzt haben die nämlich hier gar nicht zu arbeiten. Doch, das Holz wird aber nicht von hier weggebracht. Ich habe keine Ahnung, wo der Exportraum hin soll. Muss der Exportraum draußen hin? Ja, wenn, dann geht das auf der Seite eh nicht. Export. So. Machen wir das mal so. Dann hätten wir hier Einrichtung, Material, abreißen. Das kommt weg. Raum, Export. So. Gucken wir uns das einfach mal an und warten mal. Da hat jemand eine Bohrmaschine. So, die bringen jetzt gleich diese Nummernschilder weg. Dass sich das gar nicht erst hier lagert. So sieht das zumindest gerade aus. Und vielleicht bringen sie die gleich hier oben hin. Dann werden die nämlich so verkauft. Der wird nicht entladen. Dann braucht man ja bald mehr Arbeiter, oder? Die laufen alle außen rum. Hier müssten wir ein Tor reinbauen. Großes Gefängnistür. So, da müssen die nämlich nicht außen rumlaufen. Und genau wie hier muss das hin. So. Und
Ja, und da muss nämlich auch eins hin. So. Ja, hier läuft ja einer rum, der kann das ja alles immer auf und zu machen. Aber eigentlich könnten wir die ja auch aufmachen, oder? Ich glaube nicht, dass hier unbedingt Leute abhauen. Außerdem kommen sie ja nicht weit. Doch, die können ja über die Straße dann abhauen. Ah, wir lassen das mal so. Wir gucken uns das mal so an, ob das vielleicht so funktioniert. Da holen jetzt sogar, was sind das, Arbeiter oder sind das, ne, sind keine Gefangenen. Okay, mal abwarten, wie es wird. So, alle Gefangenen, wie sieht's mit den Bedürfnissen aus? Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen hier, ey. Programme, Gefängnis, Aufgaben, Bedürfnisse. Sleeping, Food, Hygiene. Okay, der Rest sieht eigentlich alles ganz gut aus. Stationierte Arbeiter. Wir haben 29 Leute jetzt schon. Hier erhöhen wir mal die Putzkammer. Nein, wir lassen das so. Es sollte reichen. Von 11 bis 9. Ja, die sind auch schon beendet. So, dann können wir Sicherheitsausweisung stoppen. Von 9 bis 12 ist auch beendet. Und Verhaltenstherapie ist auch beendet. So. Wenn ich ein bisschen mehr Leute für die Tischlerarbeiten bekomme, dann starten wir sowas. Auf jeden Fall. So. An der Stelle als Tischler hätten wir 5 Stück. Das wird sich noch nicht so lohnen. Müssen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen mehr angucken. Arbeiten tun sie auf jeden Fall. Warum machst du denn hier oben nicht die Tür auf? Warum sind hier keine 2 stationiert? Doch sind sie. Okay, ihr sollt putzen gehen, ihr faulen Säcke, und hier nicht im Putzraum rumstehen. Oder gibt es nichts mehr zu putzen? Ist mein Knast so schön sauber? Ach, die Waffenleute sind auch nicht stationiert mehr. Sehe ich gerade. Die stationieren wir mal. Einmal hier. Ey. Warum macht er da kein Zeichen hin? Keine Ahnung. Zeigt er mir irgendwie nicht mehr an. Aber laufen die Bewaffneten jetzt alle wieder? Ja, will ich hoffen. So. Das hätten wir auch. Hier laden sie nämlich jetzt gleich die LKWs voll. Und jetzt kriegen wir nämlich die ganze Zeit Kohle, so wie das aussieht, oder? Mal gucken, wenn der jetzt wegfährt. Ja, der Exportraum muss auf jeden Fall nach draußen. Guck mal, wie voll die LKWs sind. Doch, jetzt lädt er hier die Nummernschilder wieder ab, oder was? Was ist das denn? Wir müssen das ändern, Leute. Raum. Hier müssen Lieferungen hin. Lieferungen. Wo ist es? Abfalllieferungen. Da. Da müssen die Lieferungen hin. Und hier muss Export hin. So. Das hier muss weg. So. Ach du Scheiße. Later die LK. Da, jetzt haben wir Export 3850 bekommen. Also jetzt kriegt man konstant den ganzen Tag Geld. Hm, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Nur man muss erstmal hier oben die Lieferung hin, da den Abfall. Und unten müsst ihr den Export hinmachen. Sonst funktioniert das nicht. Ne? Und so schlecht ist das nicht.
Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. So, wir werden jetzt mal gucken, was haben wir denn hier? Lehrstellen als Tischler. Einer ist interessiert. Wir starten einfach mal eine Sitzung. Mal gucken, ob wir hier ein paar Leute reinkriegen als Tischler. Wäre ja mal nicht schlecht, dann würden wir nämlich ein paar Betten auch noch bauen. Ja? Jetzt ist wieder irgendwie ein hohes Risiko hier. Warum? Es ist Freizeit. Alter, dreht doch nicht immer ab, Alter. Habt ihr irgendwelche Sleeping, ja, die wollen unbedingt pennen. Aber man muss jetzt überlegen, die Hygiene machen die selber in der Freizeit weg. Ja, und jetzt ist gleich eh schlafen. Ja, jetzt sammeln die sich alle und jetzt gibt es dieses große Theater. Ich glaube, was müssen wir bauen? Hier drüben. Ich glaube, wir brauchen ein Stromkraftwerk, eine Wasseranlage. Müssen wir diese Büros nochmal bauen? Ich glaube nicht. Ja, wir müssen dann nur beigehen, stationieren und normale Sicherung. Also die normalen, das hier ist alles nur für normale. So, das ist jetzt alles nur für die Normalen. So. Und dann werden wir, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Kohle verdienen, zusehen, dass wir konstant das andere Gefängnis so langsam anfangen zu bauen. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Prison Art Attack. Mein Name ist Gabor, bis zur nächsten Runde. Tschüss!